Wirsing gehört zur Familie der Kohlgewächse. Und was ganz charakteristisch bei ihm ist, ist die Wellung hier der Blätter. Und die ist darauf zurückzuführen, dass die Blattmasse sehr, sehr schnell wächst und die Blattadern nicht so wirklich nachkommen. Und dadurch entsteht es eben auch, dass der Kohlkopf des Wirsings sehr locker ist und eben nicht so kompakt wächst wie bei anderen Sorten. Was ihr wissen müsst, wenn ihr Wirsing bei euch im Garten anbauen wollt, bezüglich Aussaat, Pikieren und den Jungpflanzen, das zeige ich euch heute in diesem Video. Hier seht ihr zwei Wirsing-Sorten, die ich euch empfehlen würde. Es gibt aber auch noch andere, also hier auch wieder gerne ein bisschen ausprobieren. Und je nach Sorte fängt man zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit der Aussaat an. Da es sich bei meinem Wirsing um eine Frühsorte handelt, sehe ich sie schon im Februar auf dem Fensterbrett aus. Und dazu befülle ich kleine Anzuchttöpfchen mit Substrat und schaffe eine kleine Kuhle. Dort kommen die Samen rein und am Ende wird das Ganze dann auch wieder mit Erde bedeckt und gut angegossen, und schon nach kurzer Zeit keimen die Samen auf und es ist Zeit fürs Pikieren. Und dazu nehme ich mir ein Stäbchen zu Hilfe und befreie damit die Sämlinge aus dem Anzuchtgefäß. Dann setze ich die Pflänzchen in einen vorbereiteten größeren Topf und drücke sie leicht an. Dieser ganze Vorgang, da muss man relativ vorsichtig vorgehen, da man die zarten Würzelchen auf gar keinen Fall verletzen möchte. Und durch das Andrücken im Topf schafft man natürlich Stabilität und ein gutes Anwachsen ist somit gewährleistet. Ab jetzt verträgt der Wirsing alle 3 bis 4 Wochen eine stickstoff- und kaliumbasierte Düngung. Und der Vorgang des Aussehens und des Pikierens läuft übrigens bei jeder Sorte gleich ab. Geerntet werden können frühe Sorten schon ab Juli, die späten Sorten dann auch erst im Winter. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr seid jetzt auch ganz fleißig dabei, Wirsing bei euch im Gemüsebeet anzubauen. Falls ihr auch andere Kohlarten im Garten pflanzen wollt, dann könnt ihr hier auf YouTube schauen, da gibt es noch weitere Videos, oder auch einfach bei uns auf die Webseite gehen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, und ja, bis zum nächsten Mal.